Also wir haben heute richtig hart kämpfen müssen. Die Schwarzer haben sich lang gewehrt, eigentlich bis zum Schluss. Und die Kratzsteine haben für uns entschieden. Und das war heute ja, wichtig, dass wir sowas auswärts schaffen. Das haben wir letztes Jahr überhaupt nicht geschafft. Und dieses Jahr ja, haben wir es schon zweimal geschafft. Und das ist richtig stark. Wir sprechen jetzt die Mannschaft. Wir haben zweimal Leute vorne gekämpft. Wir sind zweimal rangekommen. Aber wir sind auf dem Ausgleich. Was macht die Mannschaft in dem Jahr aus? Naja, die Erfahrung ist einfach da. Das Spiel mal zu beruhigen, den Ball mal runterzunehmen und dann einfach auch mal kontrolliert einen Angriff zu steuern, ohne einen Fehler zu machen. Und das machen wir dieses Jahr sehr, sehr gut. Wir machen natürlich auch Fehler und technische Fehler sind dabei, aber in den entscheidenden Phasen sind wir sehr konzentriert, sehr fokussiert und somit auch erfolgreich. Danke dir. Gerne. Timmy, was war heute der entscheidende Punkt? Warum haben wir die Punkte hier geholt? Ja, wir haben uns voll fokussiert auf das Spiel und haben uns gut vorbereitet die Wochen davor und ich denke, weil wir die einfachen Fehler von Schwartau bestraft haben, konnten wir einfach Tore werfen und das war das Ziel. Jetzt wart ihr zweimal Schwartau wieder rangekommen. Im letzten Jahr war das ja oft der Knackpunkt, dass wir dann weggezogen sind. Was macht die Mannschaft dieses Jahr aus? Ja, ich denke, wir sind nicht unruhig geworden an dem Zeitpunkt und haben immer den Kopf behalten und haben uns dann wieder absetzen können und das war der entscheidende Punkt. Wir sind überglücklich. Wir sind ganz ordentlich in die Saison gestartet mit Neuhausen und Rostock, aber heute das war ein richtiger Gradmesser hier. Das haben wir vor dem Spiel auch gesagt. Ich denke, in Schwartau werden nicht viele Mannschaften gewinnen. Man hat gesehen, wie schnell es geht. Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff und dann machen wir zwei, drei Fehler und die Halle steht hier. Und alles ist natürlich gegen uns, das wird sehr öfter passieren. Aber ich denke, beim 18-18 oder 19-18 hat das Spiel echt gedroht zu kippen. Und ich fand super, wie wir ruhig geblieben sind und absolut verdient. Und es ist ein genialer Saisonstart. Es waren heute wieder 20 Fans. 800 Kilometer direkt fahren sind. Was kannst du das sofort fassen? Ja, ist Wahnsinn, weil man muss ja, nach dem Sieg kann man es ja sagen, ich habe ja selber keinen Bock, solche Fahrten zu machen. Aber es ist mein Job, aber Spaß beiseite, es ist Wahnsinn. Die kommen hier 750 Kilometer angereist und man hört es ja auch noch in der Halle, das ist das Geile. Ja, ist unbeschreiblich und ja, ich denke, so kann es einfach weitergehen.